Wenn du das tun kannst, dann kannst du es auch auf der Business-Seite. Davon gehen die aus. Und deswegen ist es total egal, wie alt dein Startup ist in den USA. Wichtig ist, dass du ein Fundament hast, dass du das Fundament muss dein Credit Score sein und dann kannst du alles finanziert bekommen. Was machen jetzt aber Leute, die entweder anfangen, einen Credit Score aufzubauen oder einen schlechten Credit Score haben? Weil es gibt genug Leute, die wohnen in Deutschland, die haben mal in Amerika gearbeitet, die waren dort mal im Einsatz, die hatten dort mal ein Geschäft, was auch immer. Es ist total egal. Du kriegst, also es gibt immer, in den USA müsst ihr euch eins merken, es gibt immer eine Lösung für jedes Problem. Und du kannst sogar Gelder bekommen, wenn du keinen guten Credit Score hast, weil dann gehst du einfach auf die anderen zwei Cs. Und das andere C ist dann, wie gesagt, Sicherheiten, also Collateral oder Cashflow in deinem Business. Und dann kannst du auch 100, 200, 300, du kannst Millionen von der Bank bekommen, wenn du Collateral hast oder wenn du Cashflow hast, ohne einen guten Credit Score zu haben. Du kannst dir eines dieser drei Cs aussuchen und gucken, wo falle ich rein.